Machen Sie Ihre Träume wahr. Vielleicht haben Sie einen Traum, ein Ideal oder ein Ziel, das Sie gerne erreichen möchten. Stellen Sie diesen Traum auf einen Sockel. Erhöhen Sie ihn. Lassen Sie sich aus ganzem Herzen und mit voller Energie darauf ein. Loben Sie ihn. Geben Sie ihm Ihre volle Aufmerksamkeit, Liebe und Hingabe. Wenn Sie das tun, werden alle ängstlichen Gedanken die Kraft verlieren, sie zu blockieren. Aufgrund Ihrer Fähigkeit, sich den erstrebten Endzustand vorzustellen, haben Sie Kontrolle über alle Umstände und Bedingungen. Wenn Sie irgendeinen Wunsch, eine Sehnsucht oder Idee verwirklichen möchten, gestalten Sie ein mentales Bild der Erfüllung in Ihrem Geist und Sie erinnern sich ständig an die Wirklichkeit Ihres Wunsches. Auf diese Weise zwingen Sie ihn zur Manifestation. Was Sie sich als wahr vorstellen, existiert in der nächsthöheren Dimension des Geistes bereits. Wenn Sie Ihrem Ideal treu bleiben, wird es sich eines Tages auch in einer irdisch greifbaren Form verwirklichen. Der meisterliche Architekt in Ihnen wird auf der Leinwand des irdischen Lebens das sichtbar machen, was Sie Ihrem Bewusstsein eingeprägt haben. Ihre Vorstellungskraft kann jeder beliebigen Idee und jedem Wunsch eine Gestalt, eine Farbe und ein Gesicht geben. Sie können sich Fülle und Überfluss vorstellen, wo Mangel besteht. Frieden, wo Streit herrscht. Gesundheit, wo Krankheit ist. Die Kraft der bewussten Imagination ist die höchste Fähigkeit. Und sie beherrscht alle anderen Kräfte und Faktoren unseres Bewusstseins. Ihre Vorstellungskraft befähigt sie, dass Zeit und Raum in sich zusammenfallen und sie sich über alle Begrenzungen erheben. Wenn Sie Ihre Imagination auf noble, göttliche Konzepte und Ideen ausrichten und sich geistig nur damit beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass diese Imaginationskraft in Bezug auf Ihre spirituelle Entwicklung die wirksamste all Ihrer Fähigkeiten ist. Denken wir einen Moment lang an eine herausragende, talentierte Architektin. Sie kann eine wunderschöne, moderne und lebensfreundliche Stadt entwerfen, die Leben und Arbeit und Erholung zu verbinden versteht. Oder sie kann ein Landhaus entwerfen und dabei das schönste Gebäude der Welt konzipieren. Wo waren diese Gebäude, bevor die Architektin den Bauleuten ihre Pläne gibt? In ihrer Vorstellung. Die Kraft ihrer Imagination ist zu wundervollen Ergebnissen fähig. Sie selbst können diese Kraft entwickeln und kultivieren und damit erfolgreich, wohlhabend und erfüllt werden. Es kommt auf Ihre Einstellung an. Thank you.